Ey yo, vor langer, langer Zeit gab es mal eine Crowd bei Diltily. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie auch noch heute. Macht fucking Lärm! Match. Wir haben nicht gelogen mit fucking Summer Vibes. Es ist fucking heiß. Heißeste Tag. 36 Grad. Hoffentlich sind die Bars genauso heiß. Auf meiner linken Seite. Schon nicht mehr so, nicht so lange dabei, aber richtig abgerissen die letzten Male. Mitte macht Lärm für DK. Yeah. Starke Leistung beim Breakthrough 2. Leider im Halbfinale ausgestiegen. Aber cool. Dafür, im Viertelfinale, aber dafür seitdem richtig on fire. Auf meiner rechten Seite ein Allrounder. Egal ob On-Beat, egal ob Video-Battles und natürlich A Cappella. Richtig abgerissen. Macht bitte Lärm. Für Karanova! Yeah. Sie haben offscreen schon entschieden, dass DK anfangen wird. 2,5 Minuten pro Runde, let's fucking go! Yo. Ey, 14 Monate ist es jetzt schon her. Breakthrough-Videorunden. Damals konnte man unter meinem Namen kein einziges Wort bei Facebook sehen. Man fand mich nicht so besonders. Keiner hatte mich auf seinem Zettel stehen. Aber heute sage ich schönen Gruß an die Facebook-Gruppe. Guck, wer hier als allererstes steht. Trotzdem sagt man, dass so manch einer hier in Sachen Punchlines und Betonung ja sowas wie mein Vater wäre. Doch dann sage ich, okay, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, so wie im Garten Eden. Denn heutzutage wird jeder Newcomer direkt mit irgendwelchen Battle-MCs verglichen. Und wenn du heute auch wieder meinst, dass ich mein Style irgendwo abgeguckt habe, dann wirst du deppert von mir vernichtet und so heftig kaputt gespittet. Denn ich ziehe so lange weiter meine Runden durch, bis jeder mein Pimmel auf dem Radar hat. Als wäre ich der Captain der Ever Given. Aber du hast mir nach meinem Polchok-Battle bei Insta geschrieben, ne? So, hey, sympathischer Dude, Hammer Leistung und ich finde, du warst ja super. Ich dachte mir, korrekt. Der ist ja doch nicht so abgewichst wie in seinen Battles. Harte Schale, weicher Kern, fast wie bei einer Maracuja. Auf einmal fixt uns Jamie für ein Battle. Und ich dachte mir, okay, krass, langsam geht's für mich hier richtig schnell voran, fast wie auf einer Hayabusa. Hab mir all sein Zeug gegeben, okay, der dachte mir, der schreibt perverse Seiten, fast so wie beim Kamasutra. Aber als ich mich dann die ganze Zeit so durchklickte, hatte ich dich auf einmal auf dem Kika. Ja, fast so wie bei Tabaluga. In seinem Track Money Stacks sagt er sowas wie, ey, oh, keine Zeit für Ratten. Wow, du kaufst deiner Mama bestimmt auch ein Haus, ne? Und ob du mit solchen Zeilen hier der Einzige bist, safe. Frag mich aber trotzdem, warum Hildesheim dann nur aus 31ern besteht. Und deswegen komme ich kurz zu dir gefahren. Setz mich gerade im Beamer, hab die Hand an dem Wheel und die andere hier, mach das Fenster runter, nimm dich dann ins Visier und es geht klick. Als würde ich gerade ein Parkticket ziehen. Aber deine Gang steht ja hinter dir. Doch wir können das gern zu Ende bringen. Hab im Kofferraum die Desert drin und schieß dann so lange auf deine Verräterbande, bis einer von dem linken Pack tot ist. Wie Chester Bennington. Oder wie der gegen Snakehead sagt, Chester Benningfield. Oder Hildesheim ist meine. Halt die Fresse, Junge. Deine Gegend ist wie Spiele vom FC Barcelona. Jedes zweite Ding, was du siehst, eine Messi-Bude. Doch keine Angst, Mann. Ich bin wie eine Hausfrau. Und ich komme in deine Wohnung. Aber nicht, weil ich die putze oder kehre in jeder Ecke. Nee, aber packe ich mein Ständer aus, klammer ich mir deine Bitch und gehe dir an die Wäsche. Legende. Und weil die alte so nass war, hat Hildesheim danach wieder mal hoch Wasser. Ey, Dicker, glaub mir, das hier wird für dich heute nicht leicht. Und ich hoffe, für das, was du noch vorhabst, bist du toll bereit. Denn wenn nicht, dann rufst du nach dem Battle nicht mehr 3-1-1, sondern 9-1-1. Aber ey, für die Leute, die hier gerade das Battle im Stream haben, löse ich das mal gerade auf. Das war eigentlich gerade fast ein ganzer Part, wie Karanova ihn sonst lieferte. Ich meine, einfach nur ein paar Performance-Lines und Wortspiele, die mies waren, aber hauptsächlich generisch und ohne treffenden Engel und ohne Ziel gerade. Ey, und genau das ist das, was ich eben in meinem Intro meinte. Wahrscheinlich wieder gefundenes Fressen für die ganzen YouTube-Kommentierspasten. Hat aber nichts mit Biten zu tun, also denkt nicht wieder, dass ich den gerade einfach nur kopiert habe. Ich wollte damit nur zeigen, wie soll man mich ficken, wenn ich das, was ihr hier alle macht, schon längst perfektioniert habe. Und ich hoffe, auch den Unterschied erkenne die Kids. Ja, Digga, ich kann zwar rappen wie du, aber du nicht rappen wie ich sein. Yes. Yeah. Ihr könnt von der Seite noch einen Schritt zu uns kommen, würde ich sagen. Erste Runde Karanova, let's go. Ja, Digga, ich bin richtig enttäuscht, Mann. Du willst 911 in Deutschland. Ey, du denkst, du hast 3 krasse Runden? Okay, okay, DK, Dicker, du kannst einpacken, Junge. Folgende Handlung wird heute wohl zum Angel- und Drehpunkt. Bin ich dann mal mit dem Jungen fertig, macht er ehrlich keine verdammte Bewegung und die ganze Umgebung will für den Gestank eine Erklärung und ich sag, naja, auf Deutsch bedeutet DK Zerfall und Verwesung. Heißt, ihr schnuppert heute Mordleichenduft. Ich rauch den Kornkreisen Kusch, da hast du noch Let's Plays von Fortnite geguckt. Ich mach dir enormen Leistungsdruck. Die Großen waren nicht da, die hatten auf Battle ohne Crowd vor Ort keine Lust, aber ich bin wie die CDU, ich hab Covid zu meinem Vorteil genutzt. Yeah. Und ich bin stärker denn je.
Wer dann im Weg steht, wird derbe zerlegt und Devil erzählt, er macht den Sieg klar. Niemals, du Trottel bist weak, du wickst auf meine gottgleichen Schemes. Du kommst aus der gleichen Stadt wie Jarambo, heißt für mich Bon Appetit. Bro, c'est la vie, du bist zwar keine dicke Nummer, aber ich esse nur noch einmal die Woche Fleisch und Bruder, ich hab richtig Hunger. Aber erstmal Vorspeise, du Joghurt. Ey, ich geb dein... Ich geb deinem Leckermäulchen Paula, oder wie heißt deine verkackte Dame, in Monte Carlo, auch wenn ich keinen Money stapel, erst mit und dann ohne, selbstlos wie ein Kamikaze. Und weil ich sie verehr, Mann, geb ich der Bitch von Danny Sahne, so Froop, du Bauer. Yes. Du denkst, du setzt im Battle Rap. Du denkst, du setzt im Battle Rap ein Zeichen? Lässt du besser bleiben, du postest Bilder von Zigarren mit dem Hashtag ganz bescheiden. Nick mal, wenn ihr meint, dass folgende Aussage gut ist. Also True Shit so gut, dass ihr das selbst sagen könntet, weil es für euch persönlich zutrifft. Und zwar, ich kenne niemanden, der Zigarre raucht und kein komplett weirder Dude ist. Oder? Ey, du erklärst Tollschock, was ein Scheme zu einem Scheme macht. Puh, krank, ja. Ich wette, er und die 10.000 von der Scheiße genervten YouTube-Zuschauer waren dir richtig dankbar. Und dabei benutzt du dasselbe Wording wie Cynic in so einem Video, bei dem der die Punchlines zerpflückt. Und ob das rein zufällig ist? Anscheinend eher nicht. Junge, du langweilst mich nicht. Denn der Schmock macht dann ein paar Clips und dadurch bei Cynics Newcomer-Turnier The Last Samurai mit. Das klingt, als ob du nur das machst, wofür dein Chef dir so unterschwellig die Anweisung gibt. Ey, sieh's mal so. Was das angeht, bin ich blutjung, doch CEO. Und ihr Hurensöhne arbeitet für meine Zukunft auf Niedriglohn. Ehrlich, was hast du erwartet? Die Zeit der Shogunin ist vorbei. Samurai sterben in einem Kugellager. Du wirst deine Ehre verlieren, hast dann keinen Move, der dich raushaut. Wirst deine Pflichten verletzen, bis nicht mal du zu dir aufschaust. Komplett jeder dieser Familie gibt nach der dritten Runde zu dir sein Vertrauen auf. Fazit, bist du Samurai, dann schneid dir deinen Bauch auf, Pussy. Ja, es macht Sinn. Ja. Zweite Runde, DK. Oh, das war einfach viel zu viel. Bon Appetit, du kommst aus Hildesheim. Ich bin 93er, heißt, ich bin das Dreifache von dir. Jo. Geht weiter mit YouTube-Kommentaren. Letztens habe ich so einen gesehen, wie er schrieb, warum haben bei Diltili in letzter Zeit eigentlich so viele Junkies teilgenommen? Dann habe ich mir deine Sachen gegeben und bin fast Pacify geworden. Ich schwör's dir, hier im Kreis zerpflückt er seine Gegner tüchtig, aber in der Entzugsklinik dann so, hi, mein Name ist Lukas und ich bin süchtig. Dicker, du, der ballert so viel Alkohol und Weed, dass er jeden Tag ins WC kotzt, ständiger Konsum, ihm zerplatzt bald der Kehlkopf, aber dann sagen, Becks ist scheiße. Ich dachte eigentlich, das wäre mal ein Job. Aber hat man heutzutage keine Ideen mehr, dann packt man einfach noch einen Drogenpart mit rein. Der Lukas ist doch schon auf Kirmes und kriegt Vorschlaghammer rein. Ey, du abgefuckter Hartz-IV-Junkie, jeden Tag breiter als Tim Wiese. Letztens hat er mich sogar angerufen und gefragt, ob ich für 5 Euro seinen Tisch fließe. Dicker, du brauchst nicht immer irgendwelche Alkohol- und Drogenlines in deinen Battles droppen. Das merken wir auch so. Darüber brauchst du dich echt nicht sorgen. Ich meine, guck dich mal an, Alter. Du siehst aus, als wäre der abgeschnittene Bart von Proton zu einem Mensch geworden. Hey, seit neuestem versucht er dich schon einigermaßen stylisch anzuziehen, damit man die typischen Klischees nicht mehr so merkt. Aber als Jesus beim letzten Abendmahl sagte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, meinte der, kein Problem, Bruder, gib her. Yes, mach her, komm. Aber ey, du sagst ja selber, ich nehme nicht nur Drogen, ne? Ich sauf mit deiner Nazi-Mama Ayahuasca und picke sie in alle Dimensionen. Ich nicht. Ich lass mir meinen Bart noch länger wachsen, komm zu deiner Nazi-Mama und schrei Allah Wakbar, bis er aus dem Fenster springt und tot ist. Deswegen hat er jetzt auch die ganzen Tattoos am Arm, ne? Aber nicht, weil er das Stylische so liebt, nein. Damit man nicht mehr die ganzen Einstiche sieht. Deswegen hast du jetzt eine Ausbildung bekommen, ne? Aber ich weiß, ey, als gefühlt Zehnter über dein Diltili-Tattoo zu rappen, hätte ich heute eigentlich vermieden. Aber Leute, wenn ihr immer noch denkt, der Chief ist abgehauen, weil es mit Jamie im Streit eskalierte, dann liegt ihr falsch. Der war nur eingeknickt, weil der sich auf seinem anderen Arm nicht auch noch du und deine Lines tätowierte. Aber das ist sogar geschafft, das Sehen zu vergrauen. Dicker, mies Respekt, erkennen die Zusammenhänge. Du kommst nach 2 Jahren Pause wieder und der Chief ist weg. Ey, und dann noch dein Lost Places Battle, ne? Ich meine, dass du ja privat unter Brücken chillst, glaubt man dir eigentlich, ne? Aber da sagt er so, jeder in Wolfs Gang, voll der Wolfgang. Du Spast, Mann. Du bist auch nicht handsome, du bist handsam. Ey, Dicker, du fuckst dich über den ab, weil dich sein Lispeln und seine ganzen Reime auf Englisch nerven. Dabei klingt deine Aussprache doch selber so, als würdest du das perfekte TH beherrschen. Ist ein bisschen verrückt. Tobi Nice hat angerufen. Der will sein Aussehen, seine Stimme und sein Lispeln zurück.
Wolf, wusstest du zu dem Zeitpunkt eigentlich, was Lispeln ist? Ja, wusstest du es, du Spaß? Wenn deine Zunge sich immer anhört, als ob die gerade ein Looping macht. Junge, 6 Sätzen. Du hast ja gar keine Hemmschwelle. Den anderen immer Sachen vorwerfen, die auf dich so perfekt treffen, checkt ja eh hier kein Depp. Denn wir sind ja hier im Rap-Battle, aber mein Fazit dieses Parts. Du hast ein Problem mit Alkohol und mit Lispeln. Ja, heißt für mich, du hast eine Trink- und eine Essschwäche. Aber ey, jetzt ist der dran. Heißt für euch, ihr könnt euch jetzt mal kurz einen drehen oder geht mal ganz kurz pinkeln. Ey, und wenn nicht, dann holt euch jetzt mal eine Flasche Wodka und jedes Mal, wenn der gleich lispelt, dann müsst ihr einen trinken. Ja, erstmal. Ja. Hey. Ich will noch ein bisschen näher kommen, den Kreis ein bisschen enger. Ist ja nicht so, als wir Corona ist. Zweite Runde Caranova, let's go. Ey, du denkst, du hast 3 krasse Runden? Nein, Spaß. Ey. Deiner 2-Kopf-kleineren Mutter wurde es mit der Zeit doch peinlich, dass jeder sein Cock in ihr Scheißloch reinstopft. Ey, bei Gott, die ist sogar besoffen verlegen, so wie dein Job. Aber kaum macht die Schlampe wieder Party mit paar Drogen, versohlen ein paar Atzen ihr den Arsch, bis er tiefrot ist auf einem, und ja, mein Lieber, da muss ich dich loben, durchweg akkurat gefliesten Badezimmerboden. Wow, stopp! Kennst du DK? Female MC straight from Don't Flop? Yes, you. Ne? Okay. Oh Gott, kennst du DK? Written with a C, male MC straight from Don't Flop? Mhm. Auch nicht. Ich dachte vielleicht wegen Battle Rap. Aber das Ding ist hier, DK kennst du, ne? Also den von... Ach komm. Ja genau, den von dem Feature mit Mach One. Ey, es gibt so viele DKs. Ich hoffe, dass dir klar ist. Ihr seid der gleiche Schmock für mich wie Agent Smith in Matrix. Du bist einfach nur ein Träumer. Der Name passt zu dir. Einfallslosem Räuber vom Style deiner Erzeuger. Denn es gibt hunderte DKs, aber nur ein Caranova, Caranova. Hey. Ey, ich fasse es mal gerade zusammen. Wenn man immer nur halbe Portionen bekommt, gewöhnt sich der menschliche Magen daran. Also, fick DK, Tellerherr, es gibt Beefsteak auf dem Diddly B-Day. Und ich stehe schon ein Jahr zu lang an. Ich wurde gefragt, gegen Kato oder gegen DK? Ich bepiss mich, weil witzig. Shit, ich hätte dich niemals gepickt, Bitch, wenn das Kato-Match nicht schon in der BRB gefixt ist. Und weil ich richtig Bock auf Battlen hatte, meinte ich, das kann was werden. Wow, Erkenntnis. Marketing ist nicht meine Stärke. Denn ich bin Kara. Egal, was für einen Rapper ihr mich schickt. Es endet glasklar nach paar Bars im Brechen des Genicks. Und ich sag gerade echt nur, wie es ist. Und der Rest spricht dann für sich. Das erste Mal, dass ich Toychocks Parts ganz stark fand, war im Battle gegen dich. YouTube-Kommentare unter deinem Battle gegen Heinz. Nummer 1. DK Style wäre nice, wenn es Sin City nicht schon gäbe. Nummer 2. No Front, aber DK Sin City 2.0. Und mein persönlicher Favorit, Nummer 3, geht doch klar an Sin City. Ey, könnt ihr wirklich verantworten, den vor mir zu sehen? So ein Rapper aus Fleisch und Blut gegen ein Mensch gewordenes Kopiergerät? Ey, ich kann hier nur gewinnen, das ist wie Bonusrunden-Battle. Und packen die von HP nicht mehr ihr Logo auf den Deckel, Alter? Ich bin ein authentischer Artist. Dich gibt's beim Mediamarkt mit 1000 Blättern gratis. Ey, ich kann solche Vögel nicht ab... Ich kann solche Vögel nicht ab. Und wisst ihr, was echt gestört ist? Seine Eltern auch nicht. Seit ihm hassen sie Störche. Ey. Survival of the fittest pur. Jeder eine Witzfigur, der anders denkt. Bis man nur noch Diktatur im Land erkennt. Was? Apple Watch? Ich hab eine Fitneruhr am Handgelenk. Und die läuft stufenlos, du Hurensohn. Zeig. Yes! Ja. Geiles Battle bis jetzt. Heißes Battle. Jeder hat noch eine Runde. Wir gehen bei DK. Let's go. Ja, geht immer noch weiter mit YouTube-Kommentaren. Sie sagen, Caranova ist auf dem Weg zum Top-Tier. Und er zerfickt diese Szene. Gebt dem doch mal langsam den richtigen Gegner. Man sagt sogar, dass er bald schon Contender wäre. Und bei diesen ganzen Komplimenten kommt er sicher richtig Freude auf. Aber dann battelt er erstmal gegen Steel, Mr. White und dann gegen DK. Bruder, richtige Feuertaufe. Also, das muss mir nachher mal genau erklären, damit ich das auch verstehe. Also, Steel, der ist ja schon quasi ein Aufbaugegner. Dann sagst du selber zu Mr. White, er sei der Aufbaugegner eines Aufbaugegners. Und dann battlest du gegen mich? Also den Aufbaugegner vom Aufbaugegner eines... Irgendwas hast du falsch gemacht, Digga. Und ich meine, Yassin hat das ja schon erklärt. Also gesagt hat, dein Weg hier in dieser Szene sei pflegeleicht und barrierefrei. Doch dann dachte ich mir, warte mal, barrierefrei? Und hab Wolf in seinem Battle dann fast auf die Fresse fliegen sehen, da war eh vorbei. Ey. Aber ey, zurück zum Thema, wo ich gerade war. Man hört dich in jedem Battle irgendetwas labern, ich von wegen, ich hab so riesen Hunger und bla bla. Und Jamie fragt dich dann, wen du als nächstes gerne battlen würdest und so, ja, ja.
Ey, genau das ist das Problem. Ey, der Wunsch, hier mal einen großen Fisch zu fangen, ist für dich doch etwas komplett Nichtiges. Dicker, du hast selber mal gesagt, dass du hier noch einiges erreichen und dir etwas errichten willst, aber das heißt auch, dass wenn der dir wieder irgendeinen Random mit hier gibt, du auch mal deine Eier auspacken musst und sagst, verpiss dich mit dem und gib mir mal wen Richtiges. Dicker, wie kann man denn so viel Hunger haben und gleichzeitig keine Einigung, Meinung und kein Ziel haben? Das muss man sich echt mal reinziehen. Dicker, du hast ja schon so oft Ja gesagt, wärst du eine Frau, willst du Alexa heißen. Aber ey, wenn du weiterhin jeden Billo-Gegner battlest, dann nimmt man auch keinen Schaden. Mit deinem Magen stehst du am Dilltilly All-You-Can-Eat-Buffet und kannst einfach nicht Nein sagen. Aber wenn du so einen Hunger hast, wieso frisst du dann nur die Beilagen? Yeah. Aber ey, geh ruhig weiter diesen komischen Weg. So riskierst du hier nichts. Ist wie bei Takeshis Castle. Denn je mehr Türen man sich aufmacht, desto höher auch die Gefahr, dass man Niederschläge kriegt. Doch im großen Dilltilly-Universum möchte Kara gern mal ein großer Star sein wie Mars und meinte, er klimmt die Top-Tier-Leiter. Hier im Kreis explodiert der kleine Zwerg zwar förmlich, nur bemerkt das von den Großen keiner. Deswegen haben dich die ganzen Überriesen hier auch gar nicht auf dem Radar. Die befinden sich in ganz anderen Galaxien und du kommst nicht weiter. Aber es ist doch klar, dass man Nova erst richtig sehen kann, wenn man seinen Horizont erweitert. Nice. Aber ey, wer sich erinnert, mein erster Party war genauso strukturiert, so wie der das kickt. Paar random Dinger ohne Zusammenhänge gepaart mit vielen um die Ecke Lines, damit man ja nicht hinter die Facette biegt. Doch du baust deine Strategie nicht aus und veränderst nichts. Deswegen stagnierst du auch in dem Punkt, an dem du schon seit 5 Battles bist. Und ich greife den Punkt nicht auf, um dich ernsthaft zu treffen oder zwanghaft in die Tiefe zu gehen. Doch ich glaube, anders checkst du es nicht. Denn du gehst keinen steinigen Weg nach oben, weil du immer den nächstbesten pickst. Digga, du hast das Zeug zum ganz Großen. Ja, Top-Tiers wegklatschen und aufsteigen. Ich kann mir schon vorstellen, wie schwer das ist. Aber bleib ruhig in deiner Comfort-Zone. Das ist einfach und da verletzt dich nichts. Bring weiter deine Hammer-Bars in deinen Standard-Parts. Pack dein Wordplay aus und zeig den Leuten hier, wie fett das ist. Wenn Karanovas Devise, warum so weit gehen, wenn das Ziel doch um die Ecke ist. Zeit. Nice. Yeah. Yeah. Eine letzte Runde hat das Battle noch. Karanova, let's go. Du hast gesagt, die Top-Tiere, so die Top-Tiers aus den anderen Galaxien, die haben mich nicht auf dem Radar. Nächstes Battle, Dilltilly B-Day Mars. So, Digga. Ey. Das muss auch mal sein, Digga. Ey. Du hast gesagt, mittlerweile gibt es viele Battle-Rapper, die sich am Style ihrer Idole orientieren oder zumindest in die gleiche Richtung neigen. Und damit könntest du auf einen für Battle Rap äußerst wichtigen Blickpunkt zeigen. Weil viele Missgestalten sich bei Zeiten trauen, nicht die Lines wie damals, sondern heute ein ganzes Ich zu biten. Dicker, weißt du, das wäre auch richtig nice, würden deine verfickten Zeilen nicht immer einem Aufbau von Sin City gleichen. Was für Idole, ha? Sich selbst in Form bringen ist Macht. Ich orientiere mich an meinen Fehlern, die du im Voraus gar nicht machst. Und daraus wächst man. Deshalb geht die Performance hier so ab. No role models and I'm here right now. Und boah, das ist echt krass. Während die Worte mich verlassen, denke ich, ja, hier bin ich. Fuck, hätte ich doch mal lieber Vorbilder gehabt. Ey, man könnte fast eine Compilation cutten, wie ich mich über meine Gegner beschwere. Aber jedes Mal, Real Talk, geht nicht ins Leere. Daniel, irgendwas mit K, du bist ein Strich auf meiner Liste von den Wannabes, die ich bereits zerfickte. Ja, Mann, wirklich, das ist wahr. Nach dem Shit ist er Geschichte. Du bist so dumm, ne? Gegen den, ich betone, Förderschullehrer. Tollschock, drop doch, der schmockt noch. Du lehrst keine Behinderten, du bist ein behinderter Lehrer. Ey, und ich hab eine Frage zu diesem wichtigen Thema, damit ich's verstehen kann. Junge, wer, ha? Was war's? Wer den Shit dir erzählt hat? Das ist ein so offensichtlicher Fehler, den gegen Tollschock sogar bereits Sin City erwähnt hat und ich... Ach, daher weht der Wind. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So die verfaulte Sorte. Aber irgendwer hat dich gleich gefangen und wieder raufgeworfen. Du bist eine kopierende Schande. Doch dabei bleibst du dir treu. Sin City macht, du hast mich schon verstanden. Du machst, nee, die können noch nicht mal Deutsch. Gegen den gleichen Typen als eine Punchline im Rap-Battle. Junge, du bist Hausaufgaben abschreibens next level. Ihr glaubt doch nicht daran, dass mein kranker Geist den Lappen live ganz zerreißt, dass in seinem Angesicht blanker Neid und Angst erscheint. Der ist gefickt genug, denn offensichtlich würde er so gern jemand anders sein. Ey, im Interview vom DK Niles Battle sagt deine Scheißfresse, dass du bei seinen Texten bewusst wegguckst, denn genau das könnte Niles treffen. Kein Acting. Na und, Dicker? Glaubst du auch so, kannst du mich heute verunsichern? Du schließt von dir auf ihn und glaubst, dass andere einfach durchs Nicht-Angucken scheitern, aber ich bin Karanova, Junge, zünd dich an, ich rap weiter. Du könntest vor mir einen Schäfer unsezieren, mach ein Rückwärtssalto, verleg dabei ein paar Fliesen, dreh dir 100 Season, schäle eine Apfelsine, mach eine Chemotherapie, zeig ein Bild von dem Krebs in deinen Nieren, aber niemand schafft es je, mich von dem Thema abzukriegen, meinen Gegner zu besiegen, schenk deiner Seele heute Frieden. Du denkst, dein Blick in die Leere steht für episches Bekriegen, aber in meinen Augen steht dein Blick in die Leere nur dafür, deine Ehre zu verlieren und den Weg zu akzeptieren. Es wird Zeit, Alter. Yes! 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 Damn! Damn! Sehr schön.
Keine Sorge, machen vor dem nächsten Battle noch eine 15 Minuten Pause, um ein bisschen Wasser ins Gesicht zu spritzen. Aber bitte macht Lärm für beide MCs. Was für ein fucking Battle! Match ist unjudged, das nächste Match ist judged, dieses Match ist aber unjudged. Ihr könnt zu Hause wählen, wer besser war. Wir sehen hoffentlich bald beide wieder. Eins wurde ja schon gespoilert. Caranova beim B-Day gegen Mars B am 11. September. Let's go. Nice. Peace, wir sind raus.